treffen wir uns zum Teil 2, den wir heute etwas entspannter machen. Den Teil 1 hätte ich normalerweise eher jetzt gemacht und vorhin eher ein bisschen was über meinen Werdegang erzählt. Wir haben ganz bewusst das Thema aber so gewählt, dass wir die Reihenfolge so einhalten, dass man unseren Weg, unseren Werdegang, was wir gemacht haben, was wir machen, auch der Reihe nach nachvollziehen kann. Sinn und Zweck der Übung ist ja, deswegen haben wir heute Abend die 2 Vorträge gebucht und morgen den ganzen Tag, einfach der Händlerwelt nahezulegen, Punkt A, mal drüber nachzudenken, ob man überhaupt Händler werden will, und Punkt B, sich vor allen Dingen darüber im Klaren zu werden, was will ich überhaupt? Will ich das Ding als Hobby machen? Will ich vielleicht irgendwie ein paar Euro dazu verdienen, um nicht immer, was weiß ich, Urlaub im Ruhrpott zu machen, sondern vielleicht auch mal an der Ostsee und von der Ostsee vielleicht auch mal nach Holland. Nee, falsche Reihenfolge. Nicht immer Urlaub in Holland machen, sondern auch mal, dass man auch mal im Ruhrpott machen kann. Ich will jetzt nicht sagen wachrütteln, aber ich werde ganz bewusst jetzt mal eine Stunde oder anderthalb Stunden damit verbringen. Also ob ich die anderthalb Stunden voll mache, weiß ich noch nicht. Ich habe nämlich Durst abends um diese Zeit. Aber ich werde damit verbringen, vielleicht einen kleinen Rückblick mal zu bringen, was so die letzten 10 Jahre abgelaufen ist, was in meinem Kopf so vorgegangen ist. Ich habe mal angefangen, darüber ein Buch zu schreiben. Das habe ich leider noch nicht fertig, aber der Gang, den wir gemacht haben, den wünsche ich eigentlich keinem. Und wir haben uns eigentlich bei uns auf die Fahne geschrieben, den Weg, den heute angehenden Börsenhändlern etwas zu ebnen. Steine liegen noch im Weg und wie heißt so schön, auch aus Steinen, die im Weg liegen, kann man was Schönes bauen. Und genau das ist Sinn und Zweck der Übung. Deswegen heißt es bei uns, herzlich willkommen bei den IB Days. Bei uns gibt es keinen Fisch, bei uns lernt man angeln. Mein Leitspruch ist seit Jahren, ihr könnt getrost sein, das ist Wasser. Nehme ich sonst nur zum Duschen, schmeiße ich in der Regel um diese Zeit um Stunden zurück. Aber hier muss ich anständig sein, hat man mir gesagt. Mein Leitspruch ist eigentlich seit Jahren, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Dazu werden wir morgen Vormittag im Teil 2 sehr viel bringen, wo wir nämlich genau unsere Handelsstrategie genau auseinanderpflücken, wo wir genau drüber nach oder genau den Werdegang auseinanderpflücken, was, wie, wo wir warum gemacht haben. Wir haben für das Thema, was wir jetzt machen oder was ich jetzt erzählen will, ganz bewusst diese Uhrzeit gewählt, weil der Start da relativ einfach ist. Eigentlich müsste man jetzt die Leute so ansprechen und einfach sagen, na, kommst gerade aus dem Büro? Ganzen Tag über den Chef geärgert? Mit ihm rumgestritten? Von Kollegen gemobbt worden? Oder sonst irgendwas? Bist du selbstständig? Hast dich gerade mit Kunden rumgeärgert? Hat wieder einer nicht bezahlt? Oder sonst irgendwas? Das ist doch genau das, warum wir eigentlich uns auf die Börse konzentrieren. Die meisten sind wirklich auf dem Weg hierher und sagen, ich habe die Schnauze wirklich gestrichen voll. Ich habe keine Perspektive. Nicht nur als Finanzbeamter keine Perspektive, sondern überhaupt keine Perspektive. Ich habe die Karriereleiter meinem Bildungsstand oder meinem Stand irgendwo erreicht. 40 Jahre lang das Gleiche. Bin vielleicht gerade 30, 35, 40. Die nächsten Jahre immer das Gleiche, jeden Tag den gleichen Trott. Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, nee, das sage ich jetzt mal lieber nicht, davon wollen wir uns ja nicht negativ beeinflussen lassen, sondern genau davon wollen wir uns ja eigentlich lösen. Das geht uns ja eigentlich irgendwo auf den Keks. Und was geht uns alles auf den Keks? Geht mal in euch. Jeder, der hier heute ist, und für unseren Kanal haben sich, glaube ich, jetzt zwischen 2.500 und 3.000 Leute angemeldet für heute und morgen. Die Zahl finde ich beträchtlich.
Aber die Leute, die sich für den Kanal angemeldet haben, die wollen ja auch was erreichen. Deswegen finde ich die Zahl eigentlich auch sehr interessant. Warum? Warum kommt man auf die Idee, seine sauer verdiente Kohle jetzt an die Börse zu schleppen und da irgendwie versuchen, irgendwie mehr draus zu machen? Warum? Wenn man einen sicheren Job hat, gut, es wird vielleicht irgendwann langweilig oder so, aber man hat seine Kohle jeden Monat. Eins verspreche ich euch jetzt schon, die habt ihr hier nicht. Was nervt uns? Was geht uns alles auf den Keks? Entweder die Chefs oder die Kunden. Bin ich selbstständig, ist der Kunde mein Chef? Bin ich nicht selbstständig, ist der Chef mein Chef? Ich habe immer den gleichen Job. Immer. Jeden Morgen, irgendwo. Der eine, was weiß ich, der eine ist Lehrer, der andere auch, aber Mülltonnenlehrer. Der andere, der steht irgendwo am Fließband. Der nächste ist wirklich Lehrer, muss ich den ganzen Tag mit verzogenen Kindern irgendwie rumschlagen, hat darauf keinen Bock mehr. Völlig Banane, aber immer das Gleiche. Man ist ein Leben lang abhängig. Egal, ob ich in einer großen Firma arbeite, wie viele Leute haben bei Opel gezittert, wie viele Leute haben bei VW gezittert letztes Jahr. Man weiß überhaupt nicht, was ist überhaupt. Aber man hat sich ja damit in die Abhängigkeit begeben. Meine Frau sagt immer so schön, der Beamtenrock ist kurz, aber warm. Damit hat sie irgendwo vollkommen recht. Wie gesagt, keine Perspektive. Und was mache ich ohne Job? Was mache ich, wenn das bei Opel auf einmal knallt oder wenn das jetzt bei VW auf einmal knallt und dann heißt es so und so viele Arbeitsplätze weg? Dann habe ich vielleicht auch irgendwo Mathematik studiert, Bankwesen studiert bis zum Abwinken, bin fit wie ein Turnschuh und dann geht der Laden hops. Schade, hat man sich gerade hochgearbeitet, gerade einen Job bei Lehman Brothers. Und dann war es das schon wieder. Was mache ich dann? Wenn ich mich hochgearbeitet habe, bin ich in einem Alter, wo es eigentlich schon gefährlich wird. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin auch über 50. Ich weiß, sieht man nicht, hätte der mir wenigstens sagen können. Davon wollen wir weg. Aus diesem Kreislauf wollen wir raus. So war es jedenfalls bei mir. Ich hatte eine Baufirma, ich hatte 30 Angestellte in der Spitze und habe diesen Laden mit meiner Frau alleine geschmissen. Ich will jetzt keinem Handwerker und keinem Maurer zu nahe treten, meinen besten Willen nicht. Aber wer schon mal 30 Maurer betreut hat, der weiß, was es heißt. Und wer schon mal schlüsselfertige Häuser gebaut hat oder für Kunden Bauaufträge ausgeführt hat, wo die Zahlungsmoral nicht gerade die beste ist, der weiß, was das für ein Stress ist, wenn man 30 Leute betreut hat und am Monatsende aufs Konto guckt und dann den Leuten noch hinterherrennen muss, um sein sauer verdientes Geld zu kriegen. Ist ja nicht nur, dass man auf irgendwelchen Lohn verzichtet oder irgendwelche Löhne haben will, sondern die Leute lassen sich auch noch Häuser bauen, wo der Unternehmer, so wie wir, auch noch das Material vorstrecken darf oder das Material vorstrecken muss. Und der reibt sich die Hände und sagt, wenn du es haben willst, dann klag doch. Und dann klagt man. Als wir angefangen haben mit der Branche, war das immer noch ein ganz interessantes Geschäft. Das hat immer richtig Spaß gemacht. Hat man eben ein halbes Jahr in so einem Haus gebaut, die Leute haben sich gefreut, eine Bauabnahme gemacht, klar, alles irgendwo handwerkliche Arbeit, alles Handarbeit. Und da, wo Handarbeit ist, entstehen auch Macken. Kommt immer nur darauf an, wie gehe ich mit so einer Macke drauf um. Vor 15 Jahren, noch länger, vor 20 Jahren, hat man so eine Abnahme gemacht mit den Leuten in Haus und gesagt, okay, da an der Treppe ist mal irgendwo eine Meise, die kriege ich jetzt nun mal nicht weg, da ist eine Schramme in der Holztreppe, deswegen kann ich nicht in den Tisch laufen, dass der die Treppe komplett ausbaut. Heute? Achso, da hat man sich damals irgendwo geeinigt, hat gesagt, Mensch, okay, pass auf, ist irgendwo eine Macke, wir haben den Preis vereinbart, behältst du 500 ein und dann ist gut. Heute eine Fliese auf 7:30, die Fuge nicht ganz gerade, behält der Kunde 10.000 ein und sagt dir doch ganz frech, ja, wenn du die haben willst, dann klagt doch. Dann klagt man, Richter sagt, ich habe keine Ahnung davon, vom Bau habe ich überhaupt keine Ahnung, ich schicke da einfach mal einen Gutachter. Dann kommt ein Gutachter und der sagt dann, ja, okay, die Fliese klebt schief. Was sagt ein Richter? Mensch, dann vergleicht euch doch so. Statt 10.000, die man haben will, vergleicht man sich. Vergleich heißt ja immer, also normalerweise Hälfte, Hälfte, aber jeder seine Kosten. Dann heißt das, für 10.000, die ich eigentlich haben wollte oder haben musste, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, 10.000, die ich haben wollte, habe ich nur 5 gekriegt. Von den 5 hatte ich noch 3,5 Kosten, bleiben 1.500 übrig. Und ich hatte noch einen nervigen Kunden, der noch durchs ganze Dorf gerannt ist und gesagt, hey, guck mal, ich habe gewonnen. Volle Granate. Der ist noch mit geschwollener Brust durch. Muss man gar nicht alles selber. Heißt nicht, dass man keine Fehler macht. Die macht man mit Sicherheit. Aber das sind doch genau die Sachen, die uns fürchterlich auf den Keks gehen. So ging es mir jedenfalls. Eine Ohrfeige nach der anderen abzuholen. Man quält sich morgens um 4:30 oder um 5 aus dem Bett, um den ganzen Tag irgendwo Prügel zu kassieren. Was man ja auch nicht will. Dazu kommt dieses ganze Bankengeschäft, die ja bei
Gerade auf dem Bau, da redet man ja nur von Volumen, die jenseits von Gut und Böse sind. Und wenn man dann so richtig von so einer Bank mal eine an die Backen kriegt, weil es denen auch schlecht geht, dann weiß man, wo der Hammer hängt. Also kommt man auf die Idee und sagt, okay, man wechselt den Job. Wie gesagt, ich handle schon seit Mitte der 90er Aktien. Damals hieß es wirklich noch, Aktien kaufen, 3 Jahre liegen lassen. Das Rad fing immer schneller an zu drehen, 99, 98, 99, 2000. Da hat man dann Aktien gehandelt, Morphosis, ich weiß nicht, wer kennt noch Morphosis. Morphosis habe ich hoch und runter gehandelt im Jahr 2000, immer so im Bereich bei 75, 80 gekauft und bei 200, 220 verkauft, immer so im 3-Wochen-Takt irgendwie. Das ging volle Granate, ging ab wie Schmitzkerze. Die hatten in Spitzenzeiten, da waren sie bei 312 oder 314, hatten die einen höheren Daimler-Wert, höheren Börsenwert als Daimler-Chrysler. Eine Bude mit 12 Angestellten in einem Labor in Thüringen. Da merkt man erstmal, was da überhaupt abgehen kann. Das Schöne ist ja, an der Börse kann man ja 1000% oder 2000% machen. Man kann 2000% verdienen, aber man kann nur 100 verlieren. Schönes CRV. Was wollen wir erreichen? Eigentlich träumt doch jeder von seinem Hobby zum Beruf zu machen. Jeder, der heute angelt, sagt, Mitch, ich mache einen Angelverleih auf. Oder Forellenteich. Ich kann den ganzen Tag angeln und kriege noch Geld dafür. Jeder, der gerne wandern geht, sagt, okay, ich werde Bergführer. Das ist doch eigentlich der Traum. Ich habe mir damals den Traum erfüllt, auch wenn er schmerzlich war. Das ist ja auch das Hauptthema heute. Ich sage, mein Weg zum Börsenhändler ohne Omas Sparbuch. Das war nicht ganz freiwillig, sondern ich wurde eigentlich indirekt dazu überredet. Wie heißt es immer schön, ich hatte früher ein Schild bei mir im Büro hängen, als ich die Baufirma noch hatte, dieser Betrieb arbeitet ohne Gewinn. Es war nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben. Was wollen wir noch erreichen? Wir wollen arbeiten, wann man will. Ich habe jetzt hier ein Bild vergessen, irgendwo einzufügen, das hätte ich eigentlich liebend gerne gemacht, aber die Zeit war ein bisschen knapp, um die PowerPoint noch zusammenzupacken hier. Ich hätte liebend gerne ein Bild davon eingefügt von unserer Tour, die wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben. Jeder träumt doch irgendwie davon, zu arbeiten, wann er will, wo er will und wie viel er will. Ich weiß, davon reden viele. Ich weiß auch, dass in vielen Zeitschriften, Börsenzeitschriften, Fernsehshows oder sonst irgendwo wird immer davon erzählt, Mensch, wirst du hier Händler? Und man braucht bloß in bestimmte Ecken gucken, bei bestimmten Brokerhäusern, die sagen, mach hier ein Konto auf, zahl 500 Euro ein, packen wir noch 500 Euro oben drauf. Dann hast du schon mal Tausende. Wenn du aktiv handelst, packen wir 500 Euro oben drauf. Ich sage den Leuten, du machst ganz einfach. Wenn ein Broker dir 500 Euro oben drauf packt, wenn du 500 einzahlst und aktiv handelst, tu uns beiden Gefallen. Gib mir die 500 gleich, weil los bist du sowieso und du sparst dir 14 Tage Stress. Dann haben wir beide gut davon. Wir beide, du hast 14 Tage weniger Stress und ich habe 500 Euro mehr auf dem Konto. Das ist die Wahrheit. Und das ist genau das, was man will. Jeder verspricht doch irgendwo, arbeiten, wann man will, wo man will und wie man will. Ich habe genauso gedacht. Ich habe über fünf Jahre gebraucht, um in diese Richtung zu kommen und Konstanz in den Handel reinzukriegen, den wir heute betreiben. Dazu aber später mehr. Wir haben es letzten Sommer gezeigt, wie man das macht. Wir waren 3 Monate auf Wohnmobiltour quer durch Skandinavien, durch Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und dann über Schweden und dann über Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück. Reisebericht findet ihr auf unserer Homepage, stellen wir ansonsten gerne mal zur Verfügung. Nächste Tour startet dieses Jahr am 10. Juni bis Anfang, Mitte September. Ihr könnt übrigens die Tour verfolgen, wenn ihr wollt. Wir machen auf den Wohnmobiltouren machen wir in der Regel 2, 3 Webinare jede Woche, wo wir trotzdem unsere Kunden begleiten, unsere Community begleiten. Wir haben hier oben drüber, ne, habt ihr jetzt einen Link, einen Balken, glaube ich, hat man mir jedenfalls vorne in der Technik erzählt, ich sehe es ja nicht, wo ihr euch zu unseren Webinaren einfach mal anmelden könnt, einfach das Kontaktformular ganz kurz ausfüllen und dann kriegt ihr morgen Abend einen Link zugeschickt, wo ihr euch zu unseren Webinaren anmelden könnt. Und dann gehört, wenn ihr dann so ein Webinarpaket über das Jahr bucht, gehört die Sommertour dazu. Also arbeiten, wann man will. Egal, ob morgens um 8 oder abends um 7. Völlig Banane. Ne? Also für die Leute, die jeden Tag so, sage ich mal, zwischen 7 und 7:30 aufstehen, weil Aldi um 8 zumacht, die sollten dann auch die passende Strategie dazu wählen. Man arbeiten, wo man will. Das Einzige, was man noch zum Arbeiten braucht, heute ist so ein Gerät und
Hey, nee, doch, den sehe ich nicht. Und sowas. Das langt. Ich habe im Wohnmobil noch einen großen Bildschirm dazu, die könnt ihr morgen sehen. Im Wohnmobil noch einen 21:9 Bildschirm dazu und dann langt das vollkommen. Performance haben wir letztes Jahr offengelegt, könnt ihr euch angucken bei uns im YouTube-Kanal in einem Video vom 9. Juli letzten Jahres, ein Abendwebinar mit Stefan Fröhlich von WH Self Invest. Unser Traum ist es, Geld zu verdienen ohne Kunden. So war es jedenfalls bei mir. Ich hatte von der Baufirma einfach die Schnauze voll. Dir gehen die Kunden wirklich fürchterlich auf den Keks. Die Banken sitzen dir immer im Nacken. Die Baustoffhändler sitzen dir im Nacken. Die Kunden meckern die ganze Zeit rum. Selbstverständlich nicht alle. Also nicht, dass einer von meinen Kunden jetzt sagt, so schwer war ich gar nicht. Also, aber in der Regel gehen auch wenn Umsatz vor niemand Halt macht, aber den Umsatz bringen ja nun mal die Kunden. Aber in der Regel wollen wir uns doch eigentlich davon verabschieden. Wir wollen doch morgens aufstehen, wollen unser eigener Herr sein und tun lassen, was wir wollen. Oder eine Alternative, ich habe einen guten Job, aber ich bin da sowas von gelangweilt. Ich weiß nicht, wie viele Steuerberater oder wie viele Anwälte bei uns zur Community zählen, weil sie einfach ein zweites Standbein suchen, die Zeiten auszulasten, wo sie vielleicht in der Kanzlei oder sowas nicht so viel zu tun haben. Die Zeiten kommen einfach. Oder der zweite Punkt ist ja, warum handeln wir denn? Warum kümmern wir uns denn um die Börse? Warum begeben wir uns denn an die Börse? Antworte du. Ich weiß es nicht, deswegen bin ich ja hier. Warum begeben wir uns denn an die Börse? Wir könnten doch genauso gut, um Geld zu verdienen, könnten wir doch genauso gut unser Geld irgendwo auf ein Sparbuch packen oder sonst irgendwas. Oh gut, heute vielleicht nicht mehr ganz so lukrativ. Aber wenn wir echt sind oder wenn wir mal in uns gehen, so eine gewisse Zockernatur haben wir doch alle in uns, oder? Übrigens aus der Zockernatur heraus morgen Nachmittag das Thema Money Management mal anders. Würde den einen oder anderen wahrscheinlich interessieren. Also entweder ein zweites Standbein oder eben unsere Zockernatur irgendwo ausleben. Also der eine geht ins Casino, der andere geht in die Spielhalle und der andere macht es eben zu Hause heimlich, aber er will natürlich auch noch ein bisschen Geld damit verdienen. Also habe ich beschlossen, okay, ich werde Börsenhändler. Kluge Idee. Damals hieß es noch Trader. Heißt ja heute auch noch so. Obwohl ich diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht mag. Mir hat meine Finanzbeamte, deswegen sitzt das so tief, eine Finanzbeamte, die hat mich dann gefragt, Mensch, Herr Helbig, Ihr Baugeschäft haben Sie ja nicht mehr. Jetzt, was machen Sie denn jetzt eigentlich? Puh, ich bin jetzt Trader. Dann, womit traden Sie jetzt? Mit T-Shirts, mit Apfelsinen, Bananen oder sonst irgendwas? Ich meine, traden tut doch heute jeder, oder? Ist doch jeder, der mit irgendwas handelt, aber nur mit Zigaretten, also legal, selbstverständlich, oder mit Feuerzeugen und mit T-Shirts oder mit Bananen handelt, ist doch egal. Einfach Händler. Ich bevorzuge eher den Begriff Börsenhändler. Also statt meinen Schluss fest, ich werde Börsenhändler, weil ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann arbeiten, wo ich will und man liest ja im Netz überall, Börsenhändler gleich reich. Diese Equity-Kurve, die ihr hier gerade seht, die sieht man doch auf fast jeder Messe. Ich weiß nicht, wie viele Leute mit irgendwelchen DIN A4-Zetteln rumrennen und dann solche Dinger hier als Equity-Kurve verkaufen. Genau so ein Ding. Und dann guck mal, wenn du hier unten angefangen hättest mit einem 10.000er Konto und hättest genau diese Nummer mitgemacht, hättest hier mit 10.000 angefangen, 2012 wärst du jetzt heute bei 56. Super Nummer. Wäre genau das Richtige, oder? Also jeder Börsenhändler. Börsenhändler gleich reich. Okay. Aber es gibt ja Leute, die können das. Also habe ich mir erstmal jemanden gesucht, der gesagt hat, das ist genau sein Job. So sieht sein Schreibtisch aus, weil der hat den Job verstanden. Der macht das. Der macht das gut. Also okay, brauchst du es ja nicht selber tun. Dann gibst du demjenigen eben das Geld, der es kann. Der erste Kontakt, Mallorca. Vergesse ich nie. Ein Vogel, der damals zu mir gesagt hat, ich bin Börsenhändler, ich mach die Devisengeschäfte noch bei einem Superbroker bei Forex One. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch kennt, kann man heute offen drüber reden. Die sind seit 5 Jahren pleite, 40.000 von mir haben sie mitgenommen. Der gute Mann hat dort live gehandelt, hat mir ganz wichtig erzählt, er kann das, er ist Profi. Ich ihm die Kohle gegeben, die war weg. Diesen Fall, den hat man dann noch so 2-3 Mal wiederholt. Warum? Wie heißt es immer so schön? Gier frisst Hirn.
Irgendwann kommt dann so dieser wache Moment oder wird man irgendwo wach und sagt, Scheiße, was soll das eigentlich? Wieso gebe ich dem Vogel meine sauer verdiente Kohle, bloß weil er mir erzählt, er kann es? Trugschluss. Jetzt mal professionelle Fondsmanager etc. rausgenommen. Ich will ja keinem irgendwo das Berufsbild vermiesen oder irgendwo, aber hier draußen rennen in der Welt so viele rum, die in der Meinung sind, sie können es. Versprechen Renditen jenseits von Gut und Böse und sind der Meinung, sie können es. 80% im Monat, 120%, 250 im Jahr und. Heute bin ich so weit, ne? Wenn ich dem Menschen die Kohle gebe, weil er das kann, dann frage ich mich, was will der mit meiner Kohle? Weil, wenn er das Geschäft verstanden hat, wenn er das kann, dann hat er eins, dann hat er was? Dann hat er Geld. Weil wenn er das Geschäft versteht, dann hat er Kohle. Oder Plan B, er hat seine verzockt und jetzt braucht er meine. Er ist nur der Meinung, er kann es. Und ich glaube es ihm auch noch und gebe ihm meine Kohle, die verzockt er dann auch noch. Ich habe die Nummer ein paar Mal durch. Also habe ich gesagt, als ich dann auf Malle war, mir den Vogel mal angeguckt habe, saß man im Flieger, meine Frau nicht. Meine Frau saß im Flieger neben mir und sagte mir, worüber denkst du nach? Ich sage, sag ich dir nicht. Ist nicht schmutzig, was ich denke. Und dann hat sie gesagt, ich weiß es. Das willst du in einem halben Jahr auch können. Ich sage, kein halbes Jahr, so lange wollte ich mir nicht geben. Und dann habe ich angefangen, wirklich volle Granate Vollgas zu geben. Was habe ich gemacht? So wie jeder andere auch. Broker A, damals Forex One. Broker A, Demokonto aufgemacht, 100.000. 100.000 auf dem Demokonto, ich war der Größte, ich war reich. Ich hatte 100.000 auf dem Konto liegen und gesagt, so, jetzt Vollgas, Vollspeed. Position rein, Position raus, Position rein, Position raus, immer wenn die Zahl grün war, raus. War ja ganz einfach, ohne Plan. Das Konto war innerhalb von 14 Tagen, 2,5 Wochen, das Konto von 100 auf 130.000 hoch. Ich dachte, geil, du hast es genau richtig gemacht, du hast es sofort begriffen. Bist ja doch ein heller Kerl, bist doch nicht so blöd, wie Mama immer gedacht hat. Also gibst du mal volle Granate Vollgas. Also 20.000 ins Live-Konto. In der Zeit, wo die 20.000 eingebucht wurden oder bis die eingebucht wurden, habe ich zu Hause gesessen, am Schreibtisch gedacht, Mensch, wenn du jetzt 100.000 auf 130 hochgehandelt hast in 2 Wochen, viel Händler kann es ja auf der Welt nicht geben, die besser sind als du. 30% in 2 Wochen. Vielleicht brauchst du deine eigene Kohle ja gar nicht anfassen. Man muss ja nur publik genug machen, dass du das Konto von 100 auf 130.000 hochgehandelt hast. Und wenn du das publik genug gemacht hast, dann wird schon einer kommen und wird dich einstellen. Barclays Bank oder sonst irgendwas hier, komm, ey, dann super, hast du super Performance, komm ran hier, komm, handel hier unsere Fonds, du kriegst 10.000 Euro Gehalt in der Woche. Die haben nicht angerufen. Verständlicherweise. Also 20.000 ins Live-Konto, Vollgas, genauso wie man es vorher im Demo auch gemacht hat. Was macht man nämlich im Demo? Man macht im Demo oder im Paper alles falsch, was man nur falsch machen kann. Jungs, wenn ihr anfangen wollt, macht ein Paper-Konto, zahlt 5.000 ein und fertig ist das. So, lasst es auf 5.000 runtersetzen, lasst diesen Quatsch mit 100.000, ihr werdet eure paar gesunden Gehirnströme genau in die falsche Richtung lenken. Gebt ihr Brief und Siegel. 20.000 ins Konto, dieses Konto hat genau 9 Tage gehalten. Nach 9 Tagen war die Kohle weg. Da hat man sich einmal kurz geschüttelt und dann gesagt, okay, war vielleicht doch nicht ganz richtig. Also die nächsten 20.000 rein, da habe ich schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Man hatte ja inzwischen dann einen sogenannten Coach, den man sich dann geholt hatte, der zwar Angestellter bei dem gleichen Brokerhaus war, der mir die ersten 20.000 aus der Tasche gezogen hatte, aber der gute Mann hat mir immer, sag ich mal, die Stange gehalten. Hat mir immer jeden Abend, wenn er Spätschicht hatte, weil hatte er wahrscheinlich auch Langeweile, und hat mich dann immer eine halbe Stunde begleitet, dann haben wir eine halbe Stunde telefoniert, der hat mir dann auch mal erzählt, was ein Stochastik ist, hat mir immer erzählt, was ein EMA ist, welche Wirkung die Dinge haben und so weiter, hat er mir überhaupt nicht erzählt. Sondern hat mir einfach eine Linie reingepackt, hat gesagt, das ist ein EMA, das ist ein gleitender Durchschnitt mit irgendeiner Zahl dahinter. Welche Wirkung dahinter steckt, warum, wieso die Dinge überhaupt irgendwo eine Wirkung haben, kein Plan. Er allerdings auch nicht. Aber er hat sofort reagiert, als mein Konto platt war, fast platt war. Als ich das Konto halbiert hatte von, jetzt wird's gesund, endlich. Als Verantwortlicher, der wieder ist, kriegst du ein Bier, wenn du pünktlich aufhörst, und 2 Bier, wenn du ein bisschen überziehst. So muss das sein.
Zwei Bier. Nehmt euch mal ein Beispiel dran. Leute, schickt das Arbeitsamt. Früher gab es große. Also ich muss Gas geben, muss das Bier warm. Der hat sofort reagiert. Als mein Konto runtergefahren, weil ich das gut halbiert hatte, von 20.000 runter auf 7, hat er sofort reagiert und gesagt, Mensch, deine Position ist ein bisschen groß für deine Kontogröße. Was hat er gemacht? Jemand eine Idee? Richtig, Hebel umgestellt. Von 100 auf 200, da ging das ein bisschen schneller bergab. Und als es dann richtig schnell bergab ging, hat er den Hebel auf 400 umgestellt. Heute handle ich gerne mal mit einem 400er Hebel, aber dazu morgen Nachmittag, wenn wir mal Money Management mal anders von der Seite betrachten. So eine Sache kann man machen, wenn man den Markt begriffen hat. Aber nicht, wenn man der Meinung ist, ich habe bloß ein kleines Konto, ich muss das Ding jetzt hochhebeln bis zum geht nicht mehr. Glaubt mir eins, es gibt dann nur einen Weg, das Konto ist schneller platt. Als das Konto dann runter war auf 4.000 und das Hebeln auch nicht mehr geholfen hat, dann hat er sein Telefon in die Hand genommen und mich angerufen und hat gesagt, Mensch Thorsten, ich habe eine super Idee, wenn du weiterhandeln willst, schick Geld. Das war genau seine einzige Reaktion. Anstatt mich anzurufen und zu sagen, sag mal Helwig, du hast hier irgendwie noch 4.000 Euro im Konto, bist mit 7 Lot unterwegs, hast du nicht alle Nadeln auf der Tanne, tickst du nicht ganz richtig, dann hätte ich vielleicht darüber nachgedacht, was dem Vogel einfällt, so einen Ton oder so eine Worte in den Mund zu nehmen, mich so anzusprechen, immerhin bin ich sein Kunde, ich bezahle ihn. Aber es wäre bei mir in der Birne was hängen geblieben, mit Sicherheit. Da habe ich gesagt, hat er am Anfang, ja komm, überhaupt kein Problem, wenn deine Position mal in die Miesen läuft, komm, wir stellen mal einen Hebel um, dann holst du das auch schneller wieder rein. Ist bei mir im Hinterkopf überhaupt nichts hängen geblieben. Das ist so wie bei kleinen Kindern, wenn die draußen spielen, den ganzen Tag irgendwie einen Schneemann gebaut, dann kommen diese kleinen Hände völlig durchgefroren, die kommen dann irgendwie reingeflattert und dann so ein Zwerg und dann kommt ein Herd, die Herdplatte ist warm und legt so ein Kind die Finger auf die Herdplatte und sagt, oh, oh schön. Fast durchgefroren, schön auf die Herdplatte, schön von beiden Seiten, schön warm machen, ne? Am nächsten Tag ist die Pfanne aber gerade 2 Minuten runter, ne? Und die Hände sind auch kalt. Dann sind sie nicht nur kalt, dann sind sie schwarz. Gebranntes Kind, scheutes Feuer. Also wenn man richtig was an die Backen kriegt, dann merkt man sich das auch. Wenn man gestreichelt wird, merkt man sich das auch. Man merkt vielleicht ein bisschen was an meinem Jargon. Ich habe vorher vergessen, mich vorher zu entschuldigen. Das mache ich sonst in der Regel, bevor ich anfange, Luft zu holen. Andere erzählen erst ein bisschen, oder tappen erst daneben und machen erst ein bisschen Mist und entschuldigen sich dann. Ich entschuldige mich mir vorher, weil ich in der Regel weiß, dass ich sowieso ab und zu mal daneben greife. Also habe ich mich auf die Reise begeben und habe versucht, mal dieses Laienhafte zu verlassen und diese Gedanken des Lebens im Ponyhof einfach mal vom Tisch zu wischen. Und habe mir genau dafür dann ja einen Coach gesucht. Was suchen wir uns für einen Coach? Ich habe das letzte Woche schon mal angedeutet, damit habe ich mir keine Freunde gemacht, aber es war mir eigentlich relativ Banane. Was suchen wir uns für einen Coach, wenn wir ernsthaft? Wenn wir mal ganz ernsthaft in uns reinhorchen, wir wollen jetzt an der Börse handeln und gehen da jetzt los, wir wollen so ernsthaft wie möglich da ran, aber in der Regel suchen wir doch jemanden, dem wir eigentlich gewachsen sind, dem wir auf Augenhöhe sind. Wir suchen uns ja keinen, der uns was auf die Mütze haut. Wir suchen uns doch eigentlich jemanden, gegen den wir uns wehren können. Wenn wir mit irgendjemandem fighten, dann suchen wir uns doch irgendeinen, mit dem wir gleich sind. Und genauso ist es doch hier auch. Das machen wir aber so lange, bis wir die ersten 3-4 Dinge an die Backen kriegen. Und dann sind wir vielleicht mal ein bisschen ernsthaft und sagen, okay, vielleicht sollten wir uns jemanden suchen, den wir für voll nehmen. In der Regel suchen wir uns erstmal keinen, den wir für voll nehmen. Ich vergleiche das immer, wir hatten damals, ich glaube, da war ich 15, 16, Chemie war ein Fach, das habe ich nicht gerade geliebt, habe auch nicht gerade gut abgeschnitten, aber warum? Weil unsere Lehrerin, die war 26, hatte so einen langen, blonden Haare und wie sagt der Bayer, sie hatte Holz vor der Hütten. Das heißt, mich hat alles Mögliche interessiert, aber nicht Chemie, eher Biologie, aber keine Chemie. Das heißt, ich habe überhaupt nicht zugehört, ich habe die Dame überhaupt nicht für voll genommen, wenn die auch noch mit so einem breiten Gürtel in den Unterricht kam, statt eine Hose. Dann, und das bei Pubertierenden nimmt man sowas nicht für voll. Und genauso ist es hier auch. Wir suchen uns doch erstmal Leute, die aus meiner Sicht, denen viel Erfahrung fehlt, wenn man so auf Messen oder so rumturnt, ich nehme jetzt mal Junior raus, aber wenn man auf Messen oder so rumturnt in einem hübschen Anzug und vor mir steht ein 20-Jähriger und der sagt mir, komm her, ich zeig dir mal, wie Börse geht. Da kann man mit Sicherheit zeigen, wie Börse geht. Da kann man mit Sicherheit zeigen, wie die Theorie funktioniert. Da kann man mit Sicherheit zeigen, was ein EMA oder wie sie ein EMA berechnet oder sonst irgendwas. Was er mir aber nicht sagen kann,
wie ich diesen beißenden Geruch aus dem Büro wieder herauskriege, wenn die Position 30% hinten ist und Mr. Margin Call schon mit zweimal die Tür aufgemacht hat und um die Ecke lugt und mein Büro stinkt, als wenn Iltis eine Ecke markiert hat. Glaub mir eins, ich kenne diesen Geruch von Verlust. Ich kenne diesen Geruch von Stress. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, werdet ihr ihn kennenlernen. Ich habe mich dann von diesem ganzen Kram dann soweit verleiten lassen, dass mein Chartbild im Endeffekt so aussah. Und hier hatte ich genau das gleiche Ziel, nämlich genau eine Position, die gibt es da jetzt nicht zu sehen, oder doch? Kann ich da mit der Maus hinrutschen? Doch, da. Weil ich genau hier auch das Ziel hatte, da unten einzusteigen und genau da oben auszusteigen, weil da oben kommt eine Linie, da muss ich ja raus. Warum auch immer. Ich wollte genau diese Nummer irgendwie durchziehen. Und damit habe ich nachher ein 10.000er, 20.000er Konto nach dem anderen platt gemacht, bis irgendwann fast eine Viertelmillion weg war. Ich habe fast 250.000 versemmelt, bis ich wach geworden bin und mich von solchen Chartbildern hier verabschiedet habe. Dann hatte man eine bestimmte Strategie. Da hat man gesagt, okay, jetzt ist man diszipliniert. Man liest ja überall, man braucht seine Strategie. Dann hat man die Strategie. Man sieht bei demjenigen, der die Strategie anwendet, dass er auch funktioniert. Bei uns kann man es nachvollziehen. Wir haben über 500, 400, 500 Videos auf YouTube. Da kann man genau nachvollziehen, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben. Also wenn Tatort mal wieder langweilig ist oder Stress mit Mutti zu Hause ansteht, guckt auf YouTube, da gibt es ein bisschen was zu gucken, was wir machen. Als ich nachher die Viertelmillion verloren hatte, hatte ich zwar die eine Strategie, mit der habe ich angefangen zu handeln. Dann bin ich der Meinung, okay, das funktioniert. 10.000er Konto, schön hochgedreht, volle Granate, weil ich der Meinung, jetzt habe ich es begriffen. Und dann kommt so ein Vogel an und sagt zu mir, ey, bist ja gar nicht so schlecht, aber willst du besser sein? Und kommt mit Strategie B, die sieht dann so aus. Was sagt ein kluges Köpfchen mit so einem Friesenhirn? Was sagt es? Logischerweise, wenn ich jetzt Strategie A nehme und Strategie B nehme und die beiden zusammenschmeiße, dann fange ich gleich mit der zweiten Million an, weil die erste ist immer so schwer. Was wir völlig vergessen, dass beide Strategien miteinander überhaupt nicht funktionieren. Ich kann super Essen zu Hause haben, ich kann, was weiß ich, der eine mag Hefeklöße mit Zimt und Zucker und der nächste macht Kassler mit Sauerkraut. Aber glaubt mir eins, Hefeklöße und Sauerkraut schmeckt scheiße. Das funktioniert nicht. Und hier ist es genauso. Wir sind nur der Meinung, weil wir hier immer die Klügsten sein, wir wollen immer klüger sein, das Ei will immer klüger sein als die Henne. Das beste und das sicherste Chartbild ist das. Und das muss man lernen zu lesen. Man kann aus dem Chartbild so viel lesen, fast alles. Man muss es nur lernen. Wie hat Michael immer so schön gesagt, wer nicht sucht, ist faul. Deswegen hat er auch aus Entschuldigung 2 Bier gebracht. Wer nicht sucht, ist faul. Und das habe ich mir damals auf die Fahne geschrieben und habe mich von allem verabschiedet, was irgendwie wo war. Ich war kurz davor, mich von der Börse zu verabschieden, weil Geld hat einen gewissen Nachteil. Geld ist schön, Geld ist angenehm, Geld stinkt nicht, auch wenn man das behauptet, aber Geld hat einen extremen Nachteil. Das ist irgendwann alle. Also musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich musste ja oder wollte ja meinen Lebensunterhalt daraus verdienen oder wollte ja daraus bestreiten. Ich war es meiner Frau schuldig. Ich hatte eine Familie zu ernähren. Also musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und dann wurde man irgendwann indirekt eigentlich dazu gemacht oder dazu gezwungen, sich eine Möglichkeit zu suchen, aus einem relativ kleinen Konto, ohne Omas Sparbuch anzufassen, sich aus einem relativ kleinen Konto die Möglichkeit zu schaffen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Davor hatte ich aber Schiss. Davor hatte ich Angst. Warum? Weil man auf jeder Messe, an jedem Messestand, egal, oder in vielen Zeitschriften, mit Skalpen, mit kurzfristigem Handel verdient man kein Geld. Unter 250.000 Handelsgröße brauchst du gar nicht drüber nachdenken, an der Börse Geld zu verdienen. Liest man überall. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sein lassen, nicht mal ihrem Hobby nachgehen und vielleicht hobbymäßig an der Börse irgendwo versuchen, ein bisschen was rauszupulen und vielleicht doch mal mit einem Weibchen, nach Möglichkeit mit dem eigenen sogar,
irgendwie mal eine Kreuzfahrt zu machen oder so. Weil die Angst vor der Kontogröße einfach da ist. Man weiß ganz genau, wenn man einen ganz normalen Job hat, irgendwie ganz normale Angestellte, wie lange brauche ich, um 250.000 zu verdienen? Wie lange brauche ich, um 20.000 zu verdienen? Wie lange brauche ich, um 20.000 zu sparen? Und wie lange brauche ich dann, noch mein Weibchen klarzumachen? Stellt euch vor, ihr kommt zu eurer Frau, habt 20.000 auf dem Sparbuch, ihr kommt zu eurer Frau und sagt, Schatz, ich habe eine super Idee. Wir machen dieses Jahr keine Kreuzfahrt. Wir fahren die nächsten 3 Jahre nicht im Urlaub. Ich werde jetzt Börsenhändler. Und dann zeigt mir bitte, welche Ehe das überlebt. Ich glaube, keine. Ich habe dann gesucht nach einem Weg, wie man das ganz einfach versuchen kann zu regeln, dass man mit einer vernünftigen Kontogröße, die ich noch wuppen konnte, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wenn man das will. 250.000 konnte ich nicht mehr auf die Beine stellen. Und ich hatte gelernt, dass ein 30.000er Konto genauso schnell alles wie ein 5.000er. Das hat mit dem Zeitfaktor überhaupt nichts zu tun. Das ist eine reine Kopfsache. Der Umkehrschluss daraus war, dass ich gelernt habe, dass man ein 10.000er Konto viel schneller ersetzen kann als ein 30.000er Konto. Und ich kann ein 10.000er Konto viel schneller ersetzen als ein 200 oder 250.000er Konto. Das ist nun mal Gesetz. Ich glaube, das geht den meisten draußen genauso. Dann hieß es immer du sollst ein gesundes Money Management haben. Mit Skalpen verdienst du kein Geld, mit kurzfristigen Positionen kannst du kein Geld verdienen. Unter 250.000 brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich heute über 250.000 nachdenke oder mit 250.000 starten will, dann kann ich die Geschichte auch, glaube ich, ad acta legen und kann die vergessen. Mein Sparbuch jedenfalls war leer. Omas wollte ich nicht. Hätte ich auch nicht gekriegt. Also musste ich mir was einfallen lassen, um mit einem gesunden CRV, mit einem ganz gesunden Money Management trotzdem mein Geld zu verdienen. Gehen wir mal ins Eingemachte. Eine ganz einfache Rechnung. Ich glaube, die kann jeder nachvollziehen. Ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2 ist sehr gesund. Ich sage mal, ein CRV oder ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1,5 sollte nicht unterschritten werden. Das heißt, die Chance muss immer 1,5 Mal größer sein als das Risiko. Richtig? Und warum? Kann man ganz einfach nachvollziehen. Börse ist ja im Grunde genommen, wenn man an der Börse nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder gehen wir long oder wir gehen short. Entweder steigt der Kurs oder er fällt. Ich kann eine Münze werfen, habe ich entweder Kopf oder Zahl. Ich habe nur die beiden Möglichkeiten. Entweder bin ich auf der Gewinnerseite oder auf der Verliererseite. Wenn ich aber immer den gleichen Weg gehe, wenn ich eine Münze werfe, mal als Beispiel, bin ich irgendwann pari. Bei dem einen früher, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen nicht. Das drehst du da so einen Kopf weg. Wenn ich aber irgendwann an dem Punkt bin, ob nur nach 5.000 Wurf oder nach einer Million Wurf oder sonst irgendwas, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich pari bin und ich habe immer ein CRV, immer ein Chancen- und Risikoverhältnis von 1 zu 1,5 gehabt, bin ich genau an dem Punkt, wenn ich genauso oft Zahl wie Kopf hatte, bin ich auf jeden Fall vorne. Deswegen brauche ich immer ein gesundes CRV. 1 zu 2, sagt man, sollte nach Möglichkeit nicht unterschritten werden. Maximales Risiko, 2%. Kann man darüber streiten. Der eine sagt, ich fahre 3%, der andere sagt 1%. Wir kennen genügend Kunden, die auch sagen, ich fahre nur ein Risiko von 0,5%. Lässt sich auch regeln. Entweder fahre ich meinen Verdienst runter oder ich fahre mein Konto eben hoch. Wir bei uns im Hause Forex Pro, wir haben jedenfalls Vertrauen zu unserer Arbeit, zu unserer Handelsstrategie, zu unserem Handelsansatz. Und wir zeigen denen seit 6, 7 Jahren, was wir damit machen. Und deswegen fahren wir ein Risiko von 2%. Die sehen dann ungefähr so aus. Wir handeln im 1-Minuten-Chart. Das war ja die ganze Grundlage. Einmal der Leitsatz, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Das war die erste Grundlage. Und die zweite Grundlage war, die ich mir suchen musste, aus dem 10.000er Konto meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Viele Leute haben mir vorgezeigt und gesagt, das wird nie was. Kriegst du nie hin. Genauso wie es heute immer heißt,
Alles, was über 8% per anno ist, ist unseriös, oder? Wollen wir einen kurzen Ausflug machen, einen kurzen Rechenausflug machen? Alles, was über 8% per anno ist, ist unseriös. Was machen Banken für eine Renditen? Vor Kosten, vor Steuern. Was machen die für eine Gewinne? Über den Daumen? Jemand eine Idee? Alles, was über 8% per anno ist, ist unseriös, heißt es. Ich mache mir ein schönes Beispiel. Das mache ich am liebsten. Ich sage mal, ich als armes Schwein, ich habe mein Konto jetzt und du hast 10.000 auf deinem Konto liegen, 10.000 Guthaben, weil es dir gut geht. Hast gerade Weihnachtsgeld gekriegt oder eine Abfindung vom Chef oder sonst irgendwas. Du hast 10.000 Euro auf deinem Konto liegen und kriegst dafür ein bisschen Guthabenzins. Naja, im Moment nicht so, aber in der Regel sollte man ja ein bisschen, sollte man ja wenigstens noch ein bisschen kriegen. Nur um die Rechnung mal ganz einfach zu vereinfachen. Selbst wenn ich 1% Guthabenzins kriege auf mein Konto, weil ich da 10.000 Euro liegen habe, ich, arme Sau, ich habe mein Konto um 10.000 überzogen. Ich habe keinen Disporam, ich habe mit meiner Bank keine Vereinbarung, nichts, gar nichts. Was bezahle ich, wenn ich mein Dispo überziehe, über den Daumen? 13, 14, 15% sind gang und gäbe. Du kriegst 1% für die 10.000, die sie mir leihen für 15%. Du kriegst 1%, ich zahle 15%. Was macht die Bank für eine Rendite? Hä? Ja? 12, 13, 14%? Meinst du? Wollen wir richtig rechnen? Wenn die was für 1% einkaufen und wenn sie was für 15% verkaufen, was machen sie für eine Rendite? Das Irreführende ist nämlich unser Kopf, das ist nur die Zahl Prozent. Wenn ich was für 1 Euro einkaufe, für 1 einkaufe und für 2 verkaufe, was mache ich für eine Rendite? 100. Wenn ich was für 1 einkaufe und für 15 verkaufe, was mache ich für eine Rendite? 1500, 1400%. Aber alles, was über 8% ist, ist unseriös. Ich frage mich, welche Bank ist noch seriös? Also, sind sie alle, selbstverständlich. Ich will jetzt keine Klage von der Deutschen Bank hier in den Backen kriegen. Oder so. Einfach nur ein ganz einfaches, gut, da gehen ein paar Kosten runter. Diese kleinen Baracken, die immer so in München am Markt stehen oder so, die mit den kleinen Fenstern hier, mit den Sicherheitsglas und so weiter und mit diesen Ausschussfußböden hier aus Marmor oder Granit oder so, die müssen ja auch von irgendwas bezahlt werden. Die Bonifikationen müssen ja auch irgendwo herkommen. Also, ich wollte versuchen, dahin zu kommen, dass ich aus dem 10.000er Konto ungefähr mein Einkommen ziehen kann. Ich sag mal, wenn man bescheiden wird, und ich bin nachher irgendwann bescheiden geworden, ich habe mich von diesem Glauben, dass ich 20.000, 30.000 an der Börse im Monat verdienen muss, von dem Gedanken habe ich mich getrennt. Irgendwann. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als ich festgestellt habe, wenn ich 30.000 verdienen wollte, habe ich 10 verloren. Oder 20. Leichte Differenz von 30, 40, 50.000 pro Monat. Ich habe mich da mal von dem Gedanken getrennt. Jetzt haben wir ja oben drüber stehen, wir haben ein CRV von 1 zu 2 und maximales Risiko von 2%. Packen wir mal 10.000 Euro im Konto, weil das war eine Nummer, die war für mich überschaubar. 10.000 Euro in dem Konto. 2% sind wie viel? Nach Adam Riese und Eva Zwerg? 200 Euro ungefähr, ne? 10.000 mal 2% gleich 200 Euro. Damals stand der Euro, wir haben das vorhin auf dem anderen Chartbild noch gesehen, stand Euro US-Dollar noch bei ungefähr 1,30, 1,40. Heute sieht die Rechnung ein bisschen anders aus, komme ich am Schluss drauf. Das heißt, 10.000 Euro mal 2% und 2% ist, glaube ich, ein überschaubares Risiko, das kann man ruhig machen. 10.000 Euro mal 2% sind 200 Euro, das waren damals, als der Kurs noch 1 zu 1,30 stand, sind das 260 US-Dollar. Ist das richtig? 260 US-Dollar damals. Das heißt, ich durfte mein 10.000er Konto mit 2% Risiko, 10.000 Euro mal 1,30 sind ungefähr 13.000 Dollar. 13.000 Dollar mal 2% entsprechen ungefähr einem Risiko von 260 Dollar. Wir gucken uns das Chartbild nochmal an. Wir arbeiten hier mit einem Stop von
8 Punkten. Wir haben hier unseren Entry, das ist das Brett schon weg. Wir haben da unseren Entry, wir haben hier unseren Stop von 8 Punkten und haben hier oben, habe ich jetzt gemacht, und haben hier oben unseren Take Profit, das heißt, wir arbeiten mit 8 Punkten Stop und mit einem Take Profit von 20 Punkten, CRV 1 zu 2,5, ganz bewusst 2,5, weil dann komme ich auch mit einem Take Profit von 14, 15, 16 Punkten aus, um ein gesundes CRV einzuhalten. 8 Punkte Stop sind voreingestellt. Also ich muss mir jetzt irgendeinen Handelsansatz suchen, der dazu passt, damit ich mit meinem Risiko, mit meinen 2% Risiko, mit meinen $260, nämlich genau dahin komme, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ohne mehr als $260 zu riskieren. Ich wollte aber auch ein bisschen Geld verdienen. Ich muss Geld verdienen. Wenn man verheiratet ist, muss man das. Nicht wegen der Frau, sondern um auch selber mal gut auszusehen. Je älter man wird, desto teurer wird es. 10.000 Euro, $260 dürfen wir riskieren. $260 durch 8 Punkte Stop, haben wir uns gerade angeguckt. Unsere Strategie, die wir uns dann entworfen haben, die genau daraus gewachsen ist. 8 Punkte Stop, das heißt $260 durch 8, heißt, ich darf ungefähr $30 je Punkt riskieren. Richtig? 240 oder 260 durch 8 sind 3,25. Nach Adam Riese und Eva Zwerg, glaube ich, hoffe ich. Richtig? Also mit im Taschenrechner, oder? Ich kann nur mit. Ich kann nur mit. Ja. Also, 30 US-Dollar je Punkt. Jetzt muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen und wer lange handelt oder schon länger handelt, muss ich ein Stück zurückspulen. Die meisten Leute, die wir treffen oder mit denen wir da mal länger telefonieren, uns mal um den ihre Vita ein bisschen kümmern, also immer, die hören wir fast immer die gleiche Aussage. Das Geld, was ich morgens verdiene, gebe ich am Tag wieder in den Markt zurück. Weil immer, wie viele Punkte hast du denn morgens gemacht? Ja, 10, 12, 15, 20. Hallo, heute Morgen 20 Punkte und abends gehe ich mit Verlust raus. Nein, du Idiot. Nehmen wir dieses Beispiel. Wir dürfen $30 pro Punkt riskieren. Wir gehen mit 8 Punkten Stopp in den Markt. $30 je Punkt. Sprich, wenn ich 10 Punkte oder 12 Punkte am Tag mache, mal $30, sind das $360. Und für $360 muss eine alte Frau verdammt lange stricken. $360, ich muss das nicht mal jeden Tag machen, sondern ich muss einfach in der Lage sein, morgens mein Setup zu haben, mein Regelwerk zu haben, mein Regelwerk einzuhalten, meine Disziplin eben wirklich durchzuziehen, mich an mein Regelwerk zu halten, nicht alle Regeln zu brechen und dann maximal diese $260 riskieren. Und ihr werdet sehen, wenn ihr eins, zwei Regelwerke, maximal zwei habt, die ihr handelt, nacheinander, 10, 12 Punkte, das wird euch fast jeder Händler bestätigen, 10, 12 Punkte sind machbar. Fassen wir mal die Punkte zusammen. Mit Scalpen und mit 10.000 Euro Konto verdient man kein Geld. 2% Risiko, glaube ich, haben wir vom Tisch. 2% Risiko, okay, wir sind heute bei $220, also müsste man von 10.000 heute aufstocken auf 12, was ja auch im machbaren Bereich ist. Wer keine 2% Risiko fahren will, sondern muss 1% Risiko fahren will, muss sich entweder damit zufrieden geben, dass er nur die Hälfte verdient oder muss das Konto eben verdoppeln, je nachdem. Aber es sind ja alles machbare Größen, wo ich der Meinung bin, unter dem sollte man wirklich nicht nachdenken. Wie man die 10.000 da oben nachher aufteilt, wie man damit nachher umgeht mit dieser Summe, dazu kommen wir morgen, wenn wir sagen, Money Management mal anders. Den Spaß hier gucken wir uns morgen als Abschlusswebinar an. Aber 2% Risiko und ein 10.000er Konto. Das ist genau der Weg, den ich gehen wollte. 30 US-Dollar pro Punkt entsprechen 3 Standard-Lots. 3 Standard-Lots entsprechen 300.000 Dollar, mit denen ich mich ja im Markt bewege. Ist bei einer Margin-Anforderung wie bei unserem Broker, wo wir einen 50er Hebel handeln, kein 200, kein 400er Hebel, sondern einen 50er Hebel handeln, habe ich zwar eine Margin-Anforderung von 6.000, aber die kann ich auch mit einem 10.000er Konto decken.
Auch wenn wir da draußen jetzt ein paar Leute einen Vogel zeigen und sagen, kannst du mit 10.000er Konto keine 6.000 merken. Doch, beim 50er Hebel geht das einfach. Ist ja auch nicht so wild. Ich bin ja trotzdem bei einem Risiko von 260 Punkten. Selbst wenn ich mal um 10 Punkte geslippt werde, macht es mir das Konto nicht platt. Die klauen mir deswegen nicht die 6.000. Also $30 sind drei Standardlot. Das heißt, diese 2% Risiko haben mir das Recht gegeben, bei einem gesunden CRV und bei 2% Risiko ein 10.000er Konto mit drei Standardlot zu handeln. Wenn ich drei Standardlot handle und mir meine Marke setze bei 10, 12 Punkten, das heißt, wenn meine Position weit genug vorne ist, den Stop auf 12 Punkte zu ziehen, dann kann ich das Ding auch entweder ausmachen, kann gehen. Ich habe immer noch ein CRV von 1 zu 1,5. Oder ich lege meinen Stop einfach auf das Tagesziel, auf die 12 Punkte und sehe zu, ob so ein Ding vielleicht mal läuft, so wie wir vorhin im ersten Vortrag ein paar Chartbilder gesehen und vielleicht ein paar Punkte oben drauf kommen. Fest steht, wie viele Punkte sind reell machbar im Markt? 10 bis 15 zeigen wir seit Jahren. Seit Jahren zeigen wir, dass wir uns genau morgens in der Zeit zwischen 7:30 und 9:00 ungefähr in dem Zeitrahmen die Punkte entweder rausholen oder die Position so platzieren, dass wir, wenn wir die Stops dann dementsprechend platzieren, auf jeden Fall in den Vormittagsstunden in der Regel unsere 10 bis 15 Punkte rausholen oder unsere Setups so ziehen, dass wir, wenn die Position später setzen, trotzdem unsere 10 bis 15 Punkte holen können. Ihr könnt sehr, sehr viel davon nachvollziehen auf unserem Blog, auf unserer Homepage, die ist hier oben drüber, glaube ich, irgendwo verlinkt. Wenn ich das richtig sehe, na, auf dem Bild hier glaube ich nicht, aber wenn du bei Micha vorne guckst in der Regie, ich glaube, da läuft oben jetzt so ein Band oben drüber. Da ist der eine Button, da könnt ihr euch, wie gesagt, registrieren zu dem Webinar, das ist ein Kontaktformular, beziehungsweise eure E-Mail-Adresse. Ihr bekommt dann morgen eine E-Mail mit den Zugangsdaten zugeschickt und auch einen Link dazu, wo ihr euch ein Demokonto aufmachen könnt mit unserem Setup, mit unserer Strategie dahinter, damit ihr auch seht, was wir machen. Und wir laden euch ein, unseren Blog während der Testzeit einfach mal zu besuchen und zu gucken, wie wir unsere Leute durch die Position begleiten. Wenn wir morgens so eine Position platzieren, wo wir die Stops hinlegen und so weiter, könnt ihr auf forexprosysteme.de unter dem Button Blog oder unter www.ufbas.de, das ist unser Blog, nachvollziehen. Wir werden übrigens den Blog von heute, kannst du ihn freischalten? Den Blog von heute freischalten, dann könnt ihr vielleicht mal sehen, wie wir die Position von heute begleitet haben. Einmal die im DAX, wir haben gesagt, der DAX geht heute noch an die 10,6 bis 10.620. Wir haben heute Morgen geschrieben, der Euro sollte an die 1,0950 maximal runterlaufen und sollte dort drehen in die Richtung nach oben. Wir sind jetzt bei 1,1011, das Tagestief war bei 1,0944. Das heißt, er hat unser Tief um 6 Punkte durchschritten, was er auch darf. Und wer die Nummer mitgenommen hat, und ich glaube, das haben einige bei uns aus der Community, die wissen, dass die 15 Punkte kein Hexenwerk sind. Wenn man sich an die Ziele hält, also 12 bis 15 Punkte Tagesziel, 50 Punkte Wochenziel, 200 Punkte Monatsziel und 2000 Punkte Jahresziel, dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn man den ganzen Spaß mit wirklich in der Durchschnittshandelsgröße macht, ist man mit einer ganz einfachen Rechnung auf der sicheren Seite. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das war meine Rechnung, das waren auch meine Ziele damals, haben wir gesagt, okay, 15 Punkte mal 30 sind $300 bis $450, aber $300 am Tag ist einfach verdammt viel Geld. Und wenn man sich langsam wieder geerdet hat und sich von dem Gedanken getrennt hat, dass man 250.000 im Konto hat und reich wie Bolle hier durch die Gegend schaukelt und in einem Monat irgendwie 30.000 verdienen will, sondern wenn man sich geerdet hat, so wie ich geerdet wurde, nachdem ich eine 250.000 versenkt habe, und dann an den Punkt kommt und wirklich einsieht, dass ungefähr $300 am Tag verdammt viel Geld ist, der weiß, wie man damit dann auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist unser ganzes Chartbild, wo man auch die, da komme ich aber morgen Vormittag im zweiten Vortrag drauf, von 10:30 oder 10:45 ungefähr bis Mittag, wo man unser Regelwerk sieht, wo man den Hintergrund sieht und unsere bestimmten Zielbereiche. Man sieht auch genau, wie die funktionieren. Das ist jetzt auch nicht ein uraltes Bild,
sondern das ist genau unser Chartbild vom 7.3., also sprich von vorgestern oder so. Als er die PowerPoint gemacht hat, wir sehen genau, wie die Nummer unten geholt hat. Erste Zielbereich, zweite Zielbereich, dritte. Den dann kaputt gemacht, Rücklauf und ups. Und hier genau unsere Zielbereiche sauber abarbeitet, wo er sich durchschaukelt bis oben hin. Wir haben jetzt nicht einfach willkürlich ein Chartbild von einem Jahr gezogen, sondern das ist unsere Geschichte. Und als Unterstützung haben wir inzwischen, also das findet ihr bei uns auf der Homepage, vielleicht erzähle ich auch morgen noch ein bisschen mehr dazu, unser Kebelpro für die, die es ein bisschen hektischer haben wollen, die nicht den gleichmäßigen Euro handeln wollen. Wir haben heute Nachmittag oder vor dem ersten Vortrag gesagt, warum wir den Euro handeln. Wer lieber im Kebel, wer da ein bisschen Dampf drin haben will, wer ein bisschen Muckis haben will oder die Eier in der Hose hat, dann sowas hier zu handeln, der kann das auch gerne tun. Ganz sauberes Regelwerk, sucht sich nur in der Regel zwei Einstiege vormittags und nachmittags. Das ist unser Dow Pro. Ich habe in unserem Blog gestern sogar das Dow Pro Bild von gestern gezeigt. Junior sagt mir gerade, er hat es freigeschaltet, glaube ich. Könnt ihr auf ufbas.de mal gucken. Hier war das Setup ein bisschen früh, der sollte hier unten reinlaufen, da steht sogar drin, Entry 1. Jetzt sehe ich das Datum allerdings nicht, aber das war, glaube ich, vorgestern. Entry 1, 16, neu 20, das war genau der Bereich hier unten und der Ausstieg war hier oben. Das war ein bisschen zu früh hier unten. Gestern hat er genau die Nummer durchgezogen, unten rein, Kehrtwendung, oben raus. Ganz klassisches Regelwerk für die, die nachmittags handeln wollen. Ups. Die kennt ihr noch nicht, ne? Zeigen wir. Na? Die Folie. Also, wer den Kontakt sucht, kann es gerne bei uns per E-Mail machen an die hallo@forexpro-systeme.de oder wie gesagt, hier oben einfach das Formular ausfüllen. Wir würden uns freuen, euch vielleicht die nächsten Tage als Gast in unseren Webinaren besuchen zu können. Nutzt die Zeit, wenn ihr bei diesen Webinaren dabei seid, uns Löcher in den Bauch zu fragen. Wir versuchen wirklich auf alles einzugehen, was an offenen Fragen da ist. Den Rest des Werdeganges, beziehungsweise warum, wieso, weswegen wir was machen, zeigen wir euch gerne morgen früh zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, was morgen früh das erste ist. Weißt du das? Nee, das kommt danach. Ach so, morgen früh starten wir mit unserer Community, wo wir euch unsere Community ein bisschen vorstellen. Danach zeigen wir mal, welche Leute wir begleiten. Der eine oder andere wird die ein oder andere Figur aus letztem Jahr schon kennen, den Kuli, den Grübli und den Stressi. Den werden wir ein kleines Stück begleiten und daraus werden wir euch zeigen, wie wir unseren Handel machen. Wir werden morgen Mittag ab 12 Uhr zeigen, wie wir mit unserer Community umgehen. Wir haben heute Morgen ein Webinar gemacht und ein paar Leute haben uns zugesagt, ein paar Chartbilder für die News morgen Mittag zu liefern. Wir werden die morgen Mittag, dann in der Mittagszeit zwischen 12 und 1, werden wir die auswerten und dann werden wir um 13.45 Uhr sehen, dass wir die News handeln. Wir werden morgen früh auch mal gucken, was der Markt macht zur Eröffnung, eventuell sogar schon mal eine oder zwei Positionen erläutern, die wir da platzieren, damit wir die über die News mitlaufen lassen können. Und morgen Nachmittag kommt dann nach dem News-Handel, glaube ich, das heikelste Thema. Verluste sind das eine, der innere Schweinehund das andere. Wir werden mal diesen inneren Schweinehund morgen mal begleiten und werden mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man den bekämpft. Weil ich glaube, das ist das größte Manko, was die meisten Leute von der Börse wegtreibt. Und morgen Abend zum Abschluss dann das Motto Money Management mal anders. Ihr habt jetzt schon gesehen, dass wir die ganze Geschichte ein bisschen anders angehen als andere. Und genauso werden wir das morgen machen unter dem Motto Money Management mal anders. Und dann werden wir den Tag morgen zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr beenden und beschließen. Ich hoffe, ihr seid morgen den ganzen Tag oder morgen früh dabei. Wer möchte, kann hier nach Frankfurt kommen und sogar sich vor Ort dazusetzen. Platz haben wir hier genug. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Mein Durst quält mich und mein Bier wird warm. In diesem Sinne, legt euch schlafen, denkt drüber nach, den Rest gucken wir uns morgen an. Dann hoffe ich, den einen oder anderen vielleicht als Gast bei uns in dem Webinar die nächsten Tage begrüßen zu können. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss und moin, moin.